Jo, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 57. Ich hoffe, das stimmt doch. Egal. Genau. Ja. So, genau. Hier sind wir. Wir stehen quasi kurz. Das sind Werte, Alter, ey. Also. Wir haben eine Menge geschafft. Ich muss auch dazu sagen, hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Die letzte Aufnahme, also die Transcension, die wir gemacht haben, war vorgestern um 15 Uhr. Also mittlerweile mehr als 48 Stunden her. Können wir ja hier sogar gucken, wie viel genau. Okay, hier steht einfach nur 3 Tage, danke dafür. Ja, die Fische war auch viel nach der Transition. Und die Transition geht quasi sogar immer noch, eigentlich. Ne? In der vorherigen Ascension hatte ich ungefähr so 1E99. Jetzt habe ich 1E203. Also immer noch das 10.000-fache von der vorherigen Ascension. Das heißt, ich könnte locker noch eine Ascension ranhängen. Und würde da auch nochmal das 100-fache mindestens bekommen. Aber ganz ehrlich, dann müsste ich erst morgen früh, also da könnte ich erst morgen früh die Transcension machen. Und da habe ich mir so gedacht, nee Junge, die Transcension läuft schon mehr als 2 Tage. Du bist unendlich weit gekommen. Wir bekommen fucking 400 Ancient Souls. Das reicht erstmal. Wohlgemerkt, hier zählen ja die 203, also die wir jetzt bekommen, noch gar nicht mehr dazu. Aber mal gucken, ob wir einen Rekord schaffen, also hier Ebene 38.000 durchbrechen. Da muss ich nochmal, achso, ich habe übrigens noch 2 Autoklicker gekauft. Ja, ich habe uns überlegt, was wir hiermit machen könnten mit den restlichen Rubinen, und da habe ich die Dinger hier so angelächelt. Wo halt alles andere relativ useless ist, dachte ich, okay. Mittlerweile lohnt es sich doch, auf die Autoklicker zu gehen, und habe noch 2 Autoklicker gekauft. Denn. Yay, Jackpot! Die Wirkzeit ist länger als die Cooldown-Time. Also, okay, bei dem sowieso, aber hier unten. Wir haben 1290 Sekunden. Also, selbst wenn wir die 90 noch wegnehmen, haben wir 1200 Sekunden Wirkzeit. Das sind genau 20 Minuten. Und aber 15 Minuten Time. Cooldown Time. Das heißt, wir können das Ding hier ununterbrochen einsetzen. Deswegen habe ich mir noch 2 Autoklicker gekauft. Weil jetzt können wir nämlich sagen, okay. Erstmal wieder freigeben. Hierfür sind nur noch 2. Einer kommt auf. Ne? Dreifachen Schaden. Einer für massig Gold. Einer für super viel Crit-Schaden. Und dann nochmal den 2-fachen Schaden. Also hier insgesamt den 6-fachen Schaden. Plus massig Crit-Schaden. Und das einfach durchgehend. Weil die Wirkzeit länger ist als die Cooldown-Time. Das heißt, diese 4 Effekte wirken jetzt quasi dauerhaft. Und da habe ich gesagt, okay, da hätte ich hier quasi keinen Autoklicker mehr gehabt. Sprich, also ich hätte hier nur 3 verwenden können. Und dann hätte ich hier nur noch einen gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, komm. Wir haben sowieso massig Rubine. Da kann ich mir noch 2 Autoklicker kaufen. Dann haben wir hier noch 2 übrig. Können die für wichtigsten Skills verwenden, durchweg. Und haben noch 1 Autoklicker zum automatischen Leveln, was halt das oberste Gebot ist. Ja. Das ist so komplett overpowered. Das ist so komplett boom. Das ist krank. Ich meine, normalerweise, wie gesagt, um die beim Autoklicker hätte ich halt so gemacht und so gemacht. Nein, halt. So gemacht. Das wäre so halt das Effektivste gewesen. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, hier noch ein Autoklicker rauf. Dann haben wir nochmal die doppelte Klickrate plus die doppelte Combo, weil die Combo ja auch nochmal doppelt so schnell anwächst. So. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich hier nur einen raufklicken? Einen raufmachen? Auch jetzt.
haben wir die doppelte Combo plus die doppelte Stärke, also mal die doppelte Stärke, also ne, haben wir noch ordentlich was. Bei dem dritten ist es rechnerisch, glaube ich, sogar auch fast besser, den hier aufzusetzen, weil wir hier halt die anderthalbfache Stärke dann nochmal haben, ne, weil 3 in statt 2 ist die anderthalbfache Stärke plus die anderthalbfache Klick-Kombo. Das heißt, ne, so ungefähr die Gesamtstärke, ja genau, die Gesamtstärke ist dann also das 2,25-fache. Das heißt, es wäre so sogar noch effektiver. Ja. Also ist komplett absolut genial. Aber auch so hätten wir halt, wie gesagt, das hat jetzt keinen so großen Effekt. Weil, ganz ehrlich, selbst wenn es der vierfache Schaden wäre oder der zehnfache Schaden, dann wären es halt 2 oder 3 Bosse mehr, die wir erlegen können. Okay. Aber die Sache ist halt ganz einfach, dass wir überhaupt mittlerweile hier die Dinger dauerhaft verwenden können. Das ist eigentlich das, was am krankesten ist. So, du kommst wieder darauf. Einfach schon for fun. Und wir versuchen jetzt mal, ob wir das Ding knacken können. Das kann ein bisschen dauern. Ich bezweifle noch, ob wir es wirklich schaffen. Wir haben 100 Sekunden Zeit dafür. Aber die Frage ist, ob diese 100 Sekunden reichen. So wie es aussieht, nämlich nicht. Schade. Gut, dann können wir ja andererseits auch noch hier... siehst du, das Ding haben wir auch gleich wieder aktiv. Dürfte aber nicht so viel bringen. Nee, der Boss ist einfach zu mächtig. Ja gut, da würde ich mal sagen, der hat aber auch einen mächtigen Sprung. Ich mache nahezu kaum Schaden noch. Und der vorherige... Oh ne, der dauert auch relativ lange. Na gut, okay, das ist der Sprung doch nicht so groß. Aber wie gesagt, von einem Boss zum nächsten so ungefähr immer das Doppelte. Jo. Das heißt, wir können jetzt transcenden. Das ist krank. Okay, das heißt erstmal ascenden. Bup. Ja. Wir bekommen, na okay, doch nicht 400, aber ordentlich. Ancient Souls, fast 400. Danach haben wir also fast 600 Ancient Souls auf der Bank. Ist ein bisschen verrückt, gebe ich zu. Aber ist halt so. Wir machen jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal eine Transcension. Ja. Buja, gib ihm. Und dann können wir direkt hier loslegen. Ich packe einfach mal alle Autoklicker rauf. Haben wir jetzt 7 Stück. Das artet hier langsam in Arbeit aus. Wichtig, mehr als 5 geht hier, glaube ich, nicht. Das heißt, wenn man mehr als 5 hier raufpackt, dann werden intern immer nur 50 Klicks pro Sekunde simuliert. Aber die Klicks an sich werden, glaube ich, stärker. Und wie viel stärker, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall skaliert das hier nur bis 5. Danach skaliert es nicht mehr ganz so, wie es am Anfang, sondern halt anders. Boom. Ein Hubi. Wie viel Gold? Haben wir überhaupt Gold bekommen durch den Fisch? Ich dachte, durch den Fisch bekommt man auch Gold. Das war gerade nicht so viel, was wir bekommen haben. Oh ja. Ach, scheiße. Ja, Mann. Okay, gut. Wir müssen nochmal hier auf normal gehen. Jetzt nochmal transcenden. Ja. Damit hier vorne diese scheiß Angabe wieder funktioniert. Ne? Hatten wir ja. Da war ja was. Mal gucken, vielleicht denke ich nächstes Mal gleich dran. Gut, wir haben jetzt gerade 5 Sekunden verloren oder so, keine Ahnung. So, dann nehmen wir mal dich und. Ja. Gucken wir mal, was wir jetzt hier zum Beispiel machen. Wir haben 575 Ancient Souls. Da können wir jetzt locker sagen, okay, jetzt setzen wir dich mal tatsächlich auf Level 100. Die hier unten, naja, eher nicht so. Dir gebe ich aber tatsächlich doch nochmal einen ordentlichen Arschtritt. Und dann würde ich einfach mal sagen, das speichere ich aber vorher.
Oh, ja. Das ist gerade mal das Dreifache. Davor hatten wir irgendwas mit 2,E5 und jetzt haben wir 6,E5. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht. Vielleicht sollte man dann doch was anderes hochleveln stattdessen. Ihn zum Beispiel. Achso, Quatsch, ist ja atmen. Alles gut, alles gut. Nee, das bringt gar nichts. Weil ich dachte gerade, der macht, also das ist, was früher Solomon gemacht hat. Und die Menge an Heroes sollte erhöhen, aber macht er ja gar nicht. Der erhöht ja die Primal Chance. Und die ist ja bereits über 100%. Also bringt uns das auch nicht. Mittlerweile ist übrigens unsere Transcension Power auf 8,3 geklettert. Also die macht jetzt mittlerweile auch ganz schöne Sprünge. Was auch der Grund ist, weswegen wir auch immer mehr, so extrem viel mehr bekommen. Von allem und überhaupt. Weißt du was? Ich bin's leid. Ich ziehe die unten einfach mal alle auf 10. Und ja, auch Kumawakamaru. Dann. Ups, leider habe ich auch auf Level 11. Ah. Das wollte ich jetzt nicht. Ist aber auch nicht so weiter. Ist aber auch nicht so schlimm. Das ist eine Level-Line. Egal. So. Was viel wichtiger ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob der seine Hero Souls, seine Ancient Souls wert war. Das wage ich fast zu bezweifeln. Ich glaube, ich ziehe den erstmal nur auf Level 20. Okay, nochmal rückrudern. Dafür haben wir ja gespeichert. Ein Anstieg um 3, das ist einfach zu wenig. Sorry, Leute. Das ist. Also, wir müssen ja hier schon im Verhältnis leben, ne? Wir haben zwar massig Ancient Souls, aber trotzdem sollten wir sie nicht verschwenden. So. Das heißt, du kommst erstmal auf Level 20. Siehst du, da haben wir auch schon. Jetzt schon allein das Doppelte. Das heißt, die restlichen 5 Level haben gerade mal gesorgt, um von hier das anderthalbfache zu bekommen. Dafür, dass aber die nächsten 5 Level alleine 100 Ancient Souls gekostet hätten. Also sogar mehr als 100. 110, glaube ich. Er ist einfach zu krank. So, dich ziehen wir nochmal auf Level 10. Hier unten haben wir auf Level 10. Jetzt haben wir die alle auf Level 10. Wie gesagt, Kumawakamaru bringt später nichts mehr, aber sorgt gerade dafür, dass die ersten Ascensions ein bisschen schneller gehen. Gerade die ersten zwei. Ab der dritten Ascension, nee, die dritte auch noch, ab der vierten Ascension haben wir dann dauerhaft nur noch 2 Monster pro Ebene. Aber in den ersten drei Ebenen, bei den ersten drei Ascension, da, ne, bringt doch schon ein bisschen was. Ein bisschen. So, ansonsten. Ich glaube, das hier bringt das noch so den großen Gewinn. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Lassen wir erstmal so. Vielleicht stecken wir später noch in Babos oder sowas, also in die Typen, der Babos levelt. Da muss ich aber erstmal gucken, wie die Ascension später werden, weil ich glaube mal, das macht ja am ehesten Sinn, ist aber auch schon extrem teuer, deswegen muss ich gucken, was später. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal so. Sieht so erstmal relativ gut aus. Du kannst mal auf Level. Genau so ungefähr. Quick Ascension. Machen wir eine? Machen wir keine? Puh. Lohnt sich eigentlich fast nicht. Ich meine, wenn ich jetzt wüsste, dass direkt Solomon, Juggernaut kommt, dann könnte es sich lohnen. Ach komm, ich mach mal eine. Komm hier, bam. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und es kommt direkt Dixie Bumster natürlich nicht. Und der Rest ist mir egal. Gut, dann lassen wir es doch so. Dann haben wir jetzt hier auch nochmal 70% plus. Wir haben aber so schon doppelt so viel DPS, weil wir ihn jetzt doppelt so hoch gelevelt haben. Das heißt, jetzt dürfte auch die erste Ascension ratzfatz gehen. Ich meine, die geht ja so schon immer extrem schnell, aber jetzt geht sie halt noch schneller. Jetzt sind wir wirklich fast dauerhaft in der Circle-Phase.
angenommen, ich komme hier mit dem Leveln hinterher, weil das ist ja meistens eher das, woran es denn hapert, dass ich gar nicht genug leveln kann, schnell genug leveln kann. Warte, hier ist immer noch der Anzeigefehler? Ich kann es immer noch nicht kaufen. Woran liegt das denn dann? Ich hätte schwören können, dass es daran lag, dass wir hier die 25er-Status bei der Transcension drin hatten. Dann liegt es scheinbar doch nicht daran. Ist das bekloppt? Das ist ja total behindert. Ey, das finde ich ja voll uncool und so. Bin ich überhaupt nicht zufrieden mit. Ein Penis. Müssen wir also doch ab und zu hier durchseppen, so. Das funktioniert wenigstens. Hoffe ich. So, 1, 1, 2, 1 und auch nochmal 1. So. Upp. War's das alles? Ja, hier oben haben wir alles. Sehr schön. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Sagen wir so, einmal so, einmal so, einmal. Ja, fast. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Hallo? Danke. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aha, hast du 100er Upgrade, ja? Und sagst mir davon nichts? Eine Schlalalimpa. So. Ach, war ja klar. Der Typ ist mal wieder zu teuer. Dieser Kack-Mercedes. So. Ach, ist das schön. Ja, hier habe ich wieder nichts gemacht. Einfach, weil es sich doch mittlerweile nicht mehr lohnt und ich mittlerweile bei meiner Tablet-Version auch kaum noch reingucke, einfach weil das da eh nicht mehr viel weitergeht. Ich gucke einmal morgens noch rein und einmal abends rein. Aber das war's dann auch und ist auch immer nur ganz kurz, um nochmal ein paar Level nachzukaufen. Ansonsten mache ich da nicht mehr viel. Ja, ist irgendwie nicht so schön bei dem Tablet. Da geht's echt nicht mehr voran. Was aber vorangeht, sind wir hier. Ne, ich habe hier noch meinen alten Spielstand. Und den haben wir. Warum ist hier immer noch 74? Warum ist überhaupt 74.000? Das haut doch überhaupt nicht hin. Egal, auf jeden Fall haben wir mit 39.000 das, was wir jetzt tatsächlich haben. Ne? Bin ich schon auf ihn hier halb aufgestoßen. Es geht also hart voran. Viel härter, als ich gedacht hätte. Ja, hieß es richtig. Highest Sound ever. Das funktioniert. Das hier ist unnötig und total verbuggt. Das ist komplett unnötig. Und die Kackrelikte sind auch unnötig. Diese drei Reiter könnte man einfach 1:1 löschen. Ganz ehrlich. Finde ich nicht in Ordnung. So. Ach, Alter. Immer die gleiche Kacke hier mit dieser Kack-Up-Dingsterbumster. Ich wollte gerade Upgrade sagen, aber ist ja gar nicht Upgrade, ist ja hier Level Up. Danke, danke, danke. Dip und Dip und Dip. Eine Dip-Soße. Voll witzig und so, haha. So, hier oben haben wir alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kommt Freude auf. Tralalala. Richtig schöne Treppe hier. Ah, oh, dann hätte Herr King Medias. Ja, ich weiß immer noch hier mit den komischen Köpfen. Ich sollte vielleicht wirklich mal den Browser neu starten. Wäre eine Idee. Vielleicht sind die Köpfe dann weg. Oder ist wirklich eine Aktion, die etwas länger geht. Meine Vermutung war ja eigentlich, dass es so April-Scherz war.
Aber dann hätten die Köpfe mittlerweile schon längst wieder normal sein müssen, weil der 1. April ist halt ungefähr 8 Wochen vorbei oder so. Spaß. Nee, aber seit ein paar Tagen auf jeden Fall. Von daher erschließt sich mir der Sinn, warum die immer noch diese Köpfe haben, nicht wirklich. Und ganz ehrlich, so schön sehen die jetzt nicht aus, weil die eher aussehen wie einfach reingepinselt, also reinkopiert. Ne? Oh Mann. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja. Der gute Armenhopp. Ein Fisch. Oh, 2 Rubine. Holy moly. Und das, obwohl wir noch nicht den Agent haben, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir 2 bekommen. Da gibt es den richtigen Motherfucker für. So ein richtig durchgebrühter. Einer, den so lange, so schnell nichts kalt lässt. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade erzähle. Aber. Egal. 1, 2, 3. Haben wir den auch schon mal? Unsere Line. So, hier unten kann man alles korrigieren. So. Dann passende Werte auch schön überein. Und wir sind schon über Level 100. Das heißt, wir können bald gleich irgendwann mal transzenden. Ascenden. Also, transzenden können wir auch, macht aber keinen Sinn. Wohl bei 2 Ancient Souls, da bekommen wir so genau. Warte mal ganz kurz, muss ich mal überlegen. 2 durch die Wurzel aus 7, 8 mal 10, bis durch das Penis. Genau 0 Ancient Souls. Aber wirklich ganz genau 0 Ancient Souls. Also, nein. Lass nicht machen. Wie gesagt, wenn man am Anfang ein bisschen Kacke baut, nach einer Transcension ein bisschen Kacke baut und dann sagt, okay, ich möchte hier meine Ancient Souls nochmal anders verwurschten, dann nochmal zu transzenden. Weil da hat man ja auch noch nichts zu verlieren. Kann man natürlich machen. Auch direkt am Anfang einer Transcension. Weil das Schöne ist, eine Transcension, dieses Respec bei einer Transcension kostet nichts. Das heißt, egal was du hier ausgegeben hast, du bekommst hier immer alles 1:1 zurück. Das heißt, du kannst quasi ohne Verlust, außer halt von Verlust von Zeit, quasi beliebig oft transcenden. Und dabei respecken. Das auch. Aber halt, wenn du halt in der Transcension schon fortgeschritten bist, weil alles, was du in der Transcension gemacht hast, ist natürlich umsonst gewesen. Solange du im Vergleich zur vorherigen Transcension noch keinen Fortschritt gemacht hast. Ja, selbst wenn du einen Fortschritt gemacht hast, wenn dieser auch nur sehr klein war, dann war es trotzdem Verschwendung. Also, das ändert jetzt an der Tatsache nichts. Wobei ich persönlich trotzdem vor der Transcension immer speichern würde. Weil, klar, wenn du Scheiße baust, dann kannst du zwar nochmal transcenden und dabei respecken oder kannst du alles neu machen. Aber wenn du halt schon eine einigermaßen ordentliche Struktur hast, dann musst du die halt beim Respec auch komplett neu aufbauen. Ne? Das heißt, du musst dir genau merken, okay, hier hatte ich jetzt 10 Level und hier hatte ich 100 Level und damit bin ich bisher gut gefahren. Und eben. Wenn du respecst, dann musst du das halt auch alles wieder auf die entsprechenden Levels bringen. Zum Beispiel. Von daher einfach speichern und wenn es kacke geht, halt einfach neu laden. Ich meine, dazu sind die Punkte da. Gut, okay, also ob sie jetzt wirklich genau dafür da sind, ist eine andere Frage. Wer weiß, vielleicht ist es doch einfach nur allgemein dafür, dass du halt den Speicher exportieren und importieren kannst. Darüber möchte ich jetzt nicht philosophieren. So, du kommst direkt mal darauf. Dankeschön. Los! Gib mir ein Level! Also 25 Level. Level! Gleich. 3, 1, 2, 3 und Buja! Hallo, bitte, gib mir. Digga, wie teuer bist du denn? Ach, geht doch. So. Okay. Ich würde mal sagen, wir haben schon. Wow. Mal gucken, ob der 150er noch Primal ist und nach dem 150er transcenden wir einfach so oder so. Egal, was er von uns will oder nicht will. Interessiert uns nicht. Das dauert so lange. Mein Gott.
Ja, war Primal, geile Scheiße. Wusa, 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 wusa. Wusa weg. Er gibt auch auf. Alter, wie lange braucht der? Ich lass mal die 6. Reicht aus. So, Summon Engine. Wir nehmen mal einfach, wo du geil bist. Golden Klicks. Nee, das bringt uns noch nichts. Atmen, aber sowas von direkt in the face. Dann machen wir auch mal direkt hier einen neuen Level. Ja. Buja. So. Ja, okay, komm. Obwohl du es bist. Ein Hurensohn. So, wie viel bringst du denn jetzt bisher? Ich mach mal direkt mal auf Level 9. Bup. Also auf Level 10. 5 Monster. Das ist ein bisschen wenig, meinst du nicht? Bis hierhin ist es preiswert und wir haben nur noch zwei F Monster effektiv. Das nenne ich mal Speed. Boom. Headshot. Killing Screen. Oh, Alter. Und schon haben wir unsere ganzen Klicker. Unsere drei Klicker. Die drei Klickermeister. Die machen wir erstmal auf Level 100. Eine klassische Vorgehensweise. So. Und dann können wir noch gucken. Ja, wir machen wie auf 300, so wie bei der vorherigen Transcension auch. Sollte gut gehen. Haben wir unsere ganzen Goldi schon? Nee, ne? Ne, wir haben gerade mal einen einzigen Goldi. Das ist ein bisschen wenig, aber ich habe gerade keinen Bock auf die anderen Feature hier. Die sind alle scheiße. Dann nehme ich die einfach mal manuell. Ah, Golden Klicks, auch Quatsch. Der bringt halt noch nichts. Ah, Juggernaut, mein Freund. Dich kriegen wir locker auf Level 100. So, dann geht's auch wieder direkt hier ab. Ach so, ich habe doch gar nichts gekauft, kann das sein? Ups. Fällt keinem auf. Das fällt keinem auf. So, und da ist der andere Goldie. Sehr schön. Dann haben wir auch unsere beiden Goldies. Der dritte, der Klicker, kommt irgendwann später hinzu, wenn er Sinn macht. So. Okidoki. Dann können wir jetzt auch langsam mal ins Kampfgeschehen hier eingreifen. Das heißt, 100, 100, 100, 100. Und schon sind wir on the track. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Hab mir das gerade selbst ausgedacht. Ich bin ein Erfinder. Ich bin ein Visionär. Und ich will noch mehr. Yeah. So, kommen wir mal. Wir machen am besten hier gleich alle. Ganz ehrlich. Scheiß die Henne. Was? Fick die Henne. Bitte nicht drüber nachdenken. Bitte nicht drüber nachdenken, okay? Sonst zeigt man mich hier noch an wie Tierquälerei. Wobei, ganz ehrlich, eine Henne ficken ist definitiv mehr als nur Tierquälerei. Also, wenn ne, also, nein, 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 komm. Müssen wir nicht vertiefen. Müssen wir echt nicht vertiefen. Das ist ein Weg, den ich nicht einschlagen möchte. Ah. Wer rammelt hier schon wieder rum? Ist ja Schluim. So, dann haben wir bald alle hier, oder? Hier den noch und dann. Moment mal, wieso stoppt denn das hier? Oh, weil wir Level 100 sind. Ja, man merkt, Kumawakamaru, der bringt eine gewisse Beschleunigung in das Gameplay. Hätte man so vielleicht gar nicht gedacht, ja, aber doch tatsächlich ja. Haben wir hier irgendwo Level 100? Sah gerade so aus, als wenn hier einer noch Level 100 hatte. Aber tatsächlich, also stockert halt so extrem. Scheiß Flash-Game. So. Oha, nur Level 100, das ist aber traurig. Das ist aber sehr traurig. So, dann machen wir hier Finger auf dem Ab. Achso, siehst du hier noch die. Nein, was? Da.
Na gut, bringt jetzt mittlerweile nicht wirklich allzu viel, aber ist auch egal. Wir machen es trotzdem einfach mal. Ach komm, ich hab Bock. Ach, siehst du, der hat sogar einen bekommen. Ha! Wie nice ist das denn? Wie gesagt, bringt am Anfang noch nicht so viel, weil ne, unser Agave noch nicht so hoch gelevelt ist, dass es irgendwas effektiv bringen würde. Ja, wobei, der hat schon Level 900. Der bringt 600% gleich dazu. Ja, okay. Aber trotzdem, wir haben jetzt 5 Vergoldungen gehabt. Also, wenn wir irgendwann mal Level 1000 sind oder sowas und dann schon ein paar mehr Vergoldungen haben, dann bummt das richtig hier die Arschbacken weg. Aber bis dahin ist das erstmal komplett useless. So, was kommt noch? Ach so, gar nichts mehr. Ha, wir waren ja schon fertig. Warum sagt mir das denn keiner? Ey, stehe ich hier wie bestellt und nicht abgeholt und keiner sagt was? Übrigens kannst du auch mal auf Level 15. So, Bitch, und nicht anders. Dann kommen wir mal heute mehr Hero Souls. So, alle anderen kommen auf Level 10. Wow, 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 bitte nicht hier stocker, ne? Also, ich möchte meinen Anwalt sprechen. So, und dann haben wir hier nochmal die drei teuren. Mittlerweile weiß ich genau, wer hier wie teuer, also wer die ganz teuren sind. Ne? Ist am Anfang immer relativ einfach. Hier oben haben wir zwei teure. Dann haben wir unseren, ne, unseren Klicker. Dann haben wir zweimal drei. Also hier einmal. Und dann hier nochmal drei teure. Dann kommt hier eine Kombo von ihm und ihm. Dann kommt die Kombo mit Jaggernaut, also die beide hier. Und dann kommt ganz zum Schluss nochmal drei teure. Also die drei hier. Ja, irgendwann, wenn du einfach so ein paar Mal Ascended bist, dann hast du das mittlerweile so im Schlaf. Da musst du nicht mehr gucken, wer wie teuer ist. Das hast du einfach. Das ist im Kreislauf. Das ist on Flash. Ja, ich habe eine App rum. So, dann gehen wir jetzt noch mal zu Inia. Achso, halt nicht hier. Könnten wir machen? Nee, machen wir nicht. Ja, und die anderen sind auch alle fertig. Da brauchen wir auch nichts mehr machen. Nö, bleibt so. Bleibt so. So ist gut, so ist gut. So kann man das machen. Ist nicht perfekt, aber gut. Gut genug fürs Let's Play. Alles andere wäre Hirngespinst. So, wie viel Prozent haben wir? 71 Primal Chance. Naja, es geht besser, aber für die erste Transcension, für die erste Ascension ist das vollkommen in Ordnung. Also, da muss man jetzt nicht übertreiben. That's for sure. So, jetzt haben wir schon mittlerweile ein paar mehr Vergoldungen. Das können wir die auch sinnvoll einsetzen. Siehst du, jetzt ist schon ein bisschen mehr Gold. Dann machen wir mal alles glänzend, was Gold ist. So. Jetzt müssen wir dich wieder auf ein sauberes Level bringen. Ach, komm jetzt hier. 4% gerade mal. Das ist aber nicht so viel. 4%? Der müsste doch schon Level 10 sein. Gott, wie ineffektiv ist denn hier am Anfang? Ach so, 1%. Ja klar, okay. Na gut, okay. Also doch sehr ineffektiv. Ein Hurensohn. Einfach ein Hurensohn. So, 25 und ruft da mit dir. Ruf auf die Blondine. Bitte was? Übrigens, achso, das habe ich glaube in der letzten Folge schon erzählt. Ist mir mal aufgefallen, ich habe andauernd gehabt, dass wenn ich hier hochgelevelt habe, dass dann auf einmal, ne, ich habe alles fertig gemacht, alles schön gemacht und hab hier quasi meine Autoklicker raufgeschoben, hab dann das Ding hier aktiviert, also auf den Progression-Mode geschalten, hab meine Ancient Souls hochgelevelt, hab das Fenster minimiert und als ich dann irgendwann wieder reingeguckt habe, habe ich gemerkt, scheiße, ich bin immer noch bei Level 10, weil ich in Farming-Mode war. Also, normalerweise mache ich es so, wenn ich meine Fischer hier hochlevel, ne, wie gesagt, normalerweise gehe ich erst in den Progression-Mode. Mach hier alles fertig und mach dann erst meine Ancients. Das Problem ist aber, normalerweise bei den Ancients gehe ich immer wie folgt vor. Ich level Agave so, dass ich denke, okay, ist in Ordnung. Dann gucke ich, okay, wenn ich da jetzt zum Beispiel habe 1E 100
100 oder 1E150 oder weiß der Geier was, dann sage ich, okay, boom, den aktuellen Wert mal eingeben, beziehungsweise also bei dem nächsten, der dann kommen würde, heißt also hier unseren komischen Stab, unseren ja, Vibrator, keine Ahnung, was das für ein Stab sein soll, gib dann hier ein, 1E500 und kopiere deinen Wert, damit ich den dann einfach bei den anderen nur noch reinkopieren brauche. Das Problem ist, kopieren mache ich mit Steuerung A und Steuerung C. Ja, und wer jetzt gerade hier aufgepasst hat, bei Steuerung A wird das A mitverwendet, um diesen Modus umzuschalten. Als ich das herausgefunden habe, wollt ihr mich eigentlich alle ficken? Also, ja, aber ist halt so. Ja, jetzt weiß ich es, jetzt achte ich immer darauf. Aber bis ich das herausgefunden habe, habe ich ein paar Ascension ordentlich Zeit verschwendet. Einfach weil das Ding, weiß nicht, 2 Stunden lang komplett im Farming-Mode war. Auf Level 10. Danke dafür. Danke für nichts. Danke für gar nichts. Aber wirklich so überhaupt nichts. Also, ne. Ne. Nicht schön, aber ist so. Was willst du machen? Außer Basic-Clicker spielen. Da gibt es so eine Fehler nicht. So, jetzt haben wir alle auf ein sauberes Level geschoben. Sehr geil, das Ganze. Übrigens war ich bei der letzten, also bei den letzten Ascension von der letzten Transcension, waren die mittlerweile so overpowered, dass ich beim Level kaufen mittlerweile selbst Tsuchi übersteigen konnte, also überspringen konnte. Das heißt, ich habe am Anfang erstmal alles gelevelt, bis Frost lief, Level 200. Hab ihn dann erstmal ein paar Level machen lassen. Wie gesagt, Frost lief auch fest auf Level 200, also den nicht weiter hochleveln, sondern ihn wirklich alles bis Frost lief auf Level 200 und so lassen. Und nach ein paar Level hat das schon gereicht, damit ich im Anschluss direkt den Autoklicker auf wen auch immer, Bipass, ich vergesse den Namen immer wieder, wie heißt denn der Hurensohn? Scheiße. Skogur oder irgendwie sowas heißt, ja. Auf jeden Fall, damit der sich halt den Autoklicker dann nicht auf den gesetzt habe, sondern direkt auf Skogur. Glaube heißt das Skogur. Wipfavet, Tsuchi, genau, der heißt Skogur. Ah doch, genau. Der ist ja dieser komische Skila mit Z geschrieben. Skalalalala. Den habe ich ja mittlerweile bei meinem, da bin ich mittlerweile bei ihr hier. Die heißt irgendwas mit Miza. Und von der kenne ich den Namen gerade nicht. Und mein nächster, den ich mir kaufen könnte, als nächstes wären dann die beide. Warum die beide? Ganz einfach, weil das beides die Geschwister sind. Die kosten gleich viel. Das heißt, man kann sie sich gleichzeitig kaufen. Und das Besondere bei den beiden ist, die ganzen Helden haben ja alle Upgrades für Eigenschaden. Die beide nicht. Die haben jeweils Skills, jeweils Upgrades für den jeweils anderen. Das heißt, mit seinen Upgrades mache ich ihn stärker und mit seinen Upgrades mache ich ihn stärker. Ja. Ist also ist wirklich so komplett Sonderfall. Wie gesagt, die kosten noch 1:1 gleich viel. Das heißt, du kannst die beide immer 1:1 gleich hochleveln. Ja. Warum nicht? Finde ich ganz witzig. Ich glaube, die erreichen wir hier im Let's Play niemals. Das bezweifle ich. Weil wie gesagt, ich bin bei meinem Tablet, bin ich bei der Dame. Und bei meinem Tablet bin ich bereits eben 150.000 irgendwo. 148.000 oder sowas, irgendwie so in dem Dreh. Oh, okay, 238.000, 238, hä? Irgendwas mit einer 8, ja. Man merkt, so aktiv spielt man bei meinem Tablet nicht, mittlerweile nicht mehr. Ich gucke da mittlerweile kaum noch auf die Zahl. Das ist einfach nur traurig, dass es da absolut gar nicht mehr vorangeht. Aber gut, ist halt so. Das ist die Bürde, wenn man idelt. Beim Idlen hat man viel Idle-Phase. Und das ist langweilig. Beziehungsweise nicht langweilig, aber der macht halt alles für sich alleine. Ja. So, ich würde mal sagen, wir haben eigentlich was alles. Ich kann hier bloß noch mal ein paar Builds kaufen.
Ja gut, wir hätten jetzt noch mal so ein paar. Mal gucken. Vielleicht wenn es noch mal so ungefähr so 30 oder sowas. Da haben wir mittlerweile fast 50 Skills auf unsere Frostleaf. Macht jetzt nicht so den Unterschied. Ah, nee, doch, mehr als doppelt sogar. Von 28, 67. Das geht. Kann man machen. Ich kann mir schon direkt das nächste Geld kaufen. Easy. Ja. Natürlich nicht. Macht keinen Sinn. Gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen. Schau mit vor, man sieht sich später. Also morgen. Ich weiß mittlerweile nicht, ob wir das halten können mit alle 2 Tage Transzenden. Einfach aus dem Grund, weil halt die Ascension alleine mittlerweile halt so unendlich lange dauern. Wie gesagt, ne, ich habe ja jetzt, ne, bis heute hätte ich noch eine Ascension ranhängen können. Und dabei hatte ich schon mehr als 48 Stunden. Ich hatte mittlerweile, naja, ja doch, fast 44, nee, Quatsch, 54 Stunden. Normalerweise statt 21 Uhr aufnehmen, hatte ich ja 15 Uhr aufgenommen. Das heißt nochmal 6 Stunden extra. Das heißt 2 Tage plus 6 Stunden. Und ich war mit dieser Transcension noch nicht komplett fertig. Ich habe sie nur halt jetzt fürs Aufnehmen vorher abgebrochen schon. Das heißt, ich hätte nochmal eine Ascension machen können, die aber auch wieder mindestens 6 Stunden gedauert hätte. Das heißt, man kann jetzt fast sagen, 2,5 Tage pro Transcension. Also für die Transcension, die wir gerade abgeschlossen haben. Und die wird ja jetzt noch länger. Es wird ja nicht mehr kürzer, es wird ja nur noch länger. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt irgendwie so abrutschen mit alle 3 Tage Transcenden oder sogar alle 4 Tage Transcenden bei der nächsten Transcendition schon oder so. Werden wir sehen. Müssen wir halt gucken, wie schnell wir vorankommen. Ne, ich meine jetzt, wo man gesagt hat, okay, von einer Ascension zur nächsten mit 1E4, okay, da muss man nicht nochmal unbedingt eine Ascension ranhängen. Aber wenn ich jetzt merke, okay, übermorgen, ich habe immer noch eine Staffelung von 1 zu 10.000. Was glaube ich? Also von 1 zu 1E10 oder sowas. Also eine extrem hohe Abstufung. Ich glaube, dann hänge ich einfach noch einen Tag dran oder sowas. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir da gucken, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal halte ich es mir halt offen. Und ja, dann werden wir halt gucken, wie es läuft. Aber ich glaube nicht, dass wir den Termin halten können. Bis dahin dann. Morgen ja sowieso noch nicht. Von daher, schau mit V.